Ich schneide das jetzt noch ein bisschen. Kannst du noch ein Bilder vielleicht reinmachen? Irgend so ein Stockbild von so fröhlichen Menschen, die so rumhüpfen. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von uns, der Friesens, auf Gran Canaria. Heute soll es darum gehen, was es für News gibt von Cambio und bei uns privat. Und am Ende des Videos wollen wir euch noch ein großes Dankeschön sagen. Lene, fang mal an, was gibt es für Veränderungen bei Cambio? In erster Linie auf Ebene des Leitungsteams. Rebecca und Dennis sind Ende Mai mit einem vollgepackten Auto zurück nach Deutschland gereist. Aus dem Grund, dass sie ihre Ziele hier mit dem Projekt erreicht haben, nach 5 Jahren. Und das ist persönlich gesehen ein riesiger Verlust für uns, weil sie nicht nur Freunde waren und Wegbegleiter und sehr wertgeschätzte Kollegen, aber für das Projekt Cambio ist es ein riesiger Erfolg, weil das bedeutet, dass wir als Projekt diese Gründungsphase jetzt hinter uns lassen und aufbrechen in eine neue Projektphase. Und da freuen wir uns riesig drauf. Drüber. Arbeitstechnisch haben Nichols ein großes Vakuum hinterlassen. Dennis und Rebecca waren ja so auch ein bisschen die Leitung, die Teamleitung von uns als Cambio-Team. Und diese neue Verantwortung, die haben wir jetzt übernommen. Es war im Team gar keine große Diskussion. Alle haben gesagt, ja, das ist der nächste normale Schritt, dass Lene und Tobi jetzt die Teamleitung übernehmen. Das ist für uns jetzt eine riesengroße neue Herausforderung, die wir aber gerne annehmen und wo wir jetzt die letzten 2 Monate schon viel, viel gestalten durften und auf der Ebene der Organisation viele neue Aufgaben kennenlernen durften. Wir sind ein Verein, also viel Vereinsarbeit gehört dazu, die Finanzen auf Lenes Seite, Personalverantwortung gehört mit dazu und das sind natürlich alles neue Sachen, die wir vorher noch nie gemacht haben, aber die uns sehr viel Spaß machen und wo wir Bock drauf haben, die besser kennenzulernen und besser zu werden. Persönlich für uns, wie Lene das gerade gesagt hat, ist schade, dass Nichols gegangen sind. Gerade Theo fragt immer wieder nach den Mädels von ihnen, weil das so unsere Strandbuddies waren. Aber gleichzeitig eröffnet uns das auch neue Möglichkeiten, uns in andere Freundschaften zu investieren. Zum Beispiel war vor ein paar Tagen Theos Geburtstag, 3. Geburtstag. Und da haben wir ein paar Leute vom Kindergarten eingeladen und haben uns besonders mit einem Paar richtig gut verstanden. Und Lene hat sich gestern schon mit der Mutter getroffen und Playdate gehabt mit den Kids. Vielleicht ist das am besten so ein bisschen zu beschreiben wie der zweite Sprung ins kalte Wasser. Also unsere Auswanderung hierher war schon krass und trotzdem war Nichols für uns einfach nochmal so ein sicherer Hafen. Das waren Freunde, mit denen haben wir Deutsch gesprochen. Das war ein No-Brainer, dass man hingegangen hat, ein Bierchen getrunken, Spieleabende gemacht, die Kinder haben sich gut verstanden. Und jetzt ist es so dieses, oh krass, dieser sichere Hafen ist plötzlich weg und wir müssen nochmal neu uns in Freundschaften investieren, nochmal viel mehr den Fokus auch auf die Leute hier vor Ort legen. Und das ist mega schön und für uns gleichzeitig auch einfach sehr anstrengend dazu, dass wir auch jobtechnisch einfach neue Themenfelder uns erarbeiten müssen. Genau. Aber hey, Cambio heißt nicht Cambio, wenn es nicht Cambio wäre. Genau, richtig. Also Veränderung wäre keine Veränderung, wenn es nicht eine Veränderung wäre. Für die Menschen, die nach wie vor nicht wissen, was Cambio bedeutet. Veränderung. Neu ins Team gekommen ist Lennart. Mit dem habe ich letztes Video ein Interview geführt in der Hütte. Falls ihr euch das angeguckt habt, könnt ihr euch daran erinnern. Falls nicht, dann guckt das Video nochmal an. Ich verlinke es euch jetzt hier irgendwo in einer Ecke. Und das ist echt cool, den im Team zu haben. Ist ein sehr toller Mensch, ausgebildeter Krankenpfleger, Altenpfleger. Ne? Ja, genau. Und hat eine Leidenschaft für Menschen und guten Humor, cooler Typ. Menschen gibt es hier genug. Also genau. Perfekt fürs Team. Ja. Uns persönlich geht es sehr gut. Wir sind wieder in Alltag angekommen. Wir waren in Deutschland für 3 Wochen und haben dort bei der Hochzeit von Lenes Schwester viel mitgewirkt. Lene war Trauzeugin, ich war der Trauende und das war eine sehr anstrengende, aber auch sehr schöne Zeit mit den ganzen Hochzeitsvorbereitungen und sind glücklich, jetzt wieder hier zu sein, Alltag zu haben, wieder unsere eigene Wohnung zu haben, aber es war gar nicht so leicht, wieder reinzufinden in den Alltag. Ich hatte ein bisschen mit Heimweh zu kämpfen, das hat sich aber Gott sei Dank auch wieder ein bisschen gebessert und
Wir sind wieder im Leben angekommen und freuen uns drauf, dass in 2 Monaten der neue Cambio-Kurs anfängt. Und jetzt fünfter Kurs. Unser fünfter Kurs. Junge. Krass. Und das wäre alles nicht möglich gewesen ohne euch. Und jetzt kommt das dicke Dankeschön, was wir am Anfang angekündigt haben. Danke, danke, danke für all eure Unterstützung, sei es Gebet oder Finanzen. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Deswegen seid ihr unsere Mitwirker. Ihr wirkt daran mit, dass Cambio existiert, dass wir unsere Arbeit machen können, und dafür ein riesiges Dankeschön. Unser Job wird zu 100% aus Spenden finanziert. Was bedeutet, wir haben einen sicheren Arbeitsplatz und einen Arbeitsvertrag und eine Altersvorsorge und alles, so wie sich das für deutsche Angestellte gehört. Und gleichzeitig sind die Gelder, die da reinfließen, alles Beträge, kleine und große Beträge, die Freunde, Familie, Bekannte, Gemeinden zur Verfügung stellen, damit wir diesen Job hier machen dürfen. Mhm. Und wir wollen euch einfach einmal wissen lassen, dass wir jeden Monat sehr, sehr dankbar darüber sind, über diesen Betrag, den ihr uns zur Verfügung stellt, der uns das Leben hier ermöglicht. Wir sehen das, wir lieben das und wir möchten euch heute einfach einmal Danke sagen. Und von der Cambio-Seite haben wir auch ein Video gemacht, wo wir uns extra nochmal dafür bedanken, wo ihr einige Impressionen von dem Leben bei Cambio auch bekommt. Das hat eine ganz wertvolle Mitarbeiterin der Allianzmission für uns gemacht, als sie uns hier besucht hat. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten, das verlinke ich euch auch hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Klickt drauf und guckt euch das an. Das sind 3 Minuten Action bei Cambio. Genau, ansonsten würde ich sagen, bis bald und auf Wiedersehen. Gottes Segen. Tschüss. Ciao.